Wusstet ihr, dass Rosannas Hautfarbe mal schwarz war? Ist krass, ne? Kannte bei so einer Videoart bestimmt noch keiner. Und damit herzlich willkommen zu einer Folge, wo ich über Zensur in Pokémon spreche. Sei es, dass die Amis die Japaner zensiert haben, sei es, dass die Japaner sich selbst zensiert haben, um was vorzubeugen. In diesem Video werde ich euch einfach mal ein paar Beispiele nennen, wo denn bei Pokémon in irgendeiner Form Zensur stattgefunden hat, da wir gelernt haben, dass die Japaner sehr offen sind und wir in Deutschland oder auch in Amerika, die westliche Welt, eher ein bisschen konservativer ist, was sowas angeht. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei und ja, fangen wir einfach mal an. Und keine Sorge, ihr werdet jetzt nicht hören, dass Rosanna wirklich mal schwarze Hautfarbe hat. Ich meine, das weiß jeder. Ich werde euch hoffentlich ein, zwei Sachen nennen in diesem Video von sieben, die ihr noch nicht kanntet. Und ich glaube, ein, zwei Sachen sind da definitiv dabei. Und deswegen hoffe ich, dass ich eure Zeit jetzt nicht verschwende. Let's go. Und das Erste, was ich ansprechen möchte, sind einige Sprites, die für die westliche Welt ein bisschen umgeändert wurden. So haben wir zum Beispiel die blinzelnde, ja, Schwimmerin, die einem dann nicht mehr zublinzelt. Aber dann gibt es auch noch, da Männer und Frauen natürlich gleich behandelt werden müssen, auch den Schwimmer, der anstatt eine eng anliegende Badehose, wie man sie ja zum Beispiel trägt, wenn man ja bei den Olympischen Spielen mitmacht, die wurde umgeändert und sieht jetzt mehr so anliegende Boxershort-mäßig aus. Dazu gab es auch noch den Angler aus der zweiten Generation, der einfach aufgehört hat zu rauchen. Finde ich, ist eine sehr gute Entwicklung. Und ja, es gab eigentlich ein paar weitere noch, aber das sind mal so die markantesten, die ich da reingepackt habe. An Sprites, die umgeändert wurden. Das mit der Zigarette finde ich noch ganz okay, dass man die rausgepackt hat. Ich finde, dass die Schwimmerin einem zuzwinkert, das ist dann doch ein bisschen too much. Das nächste, was ich ansprechen möchte, ist der gute Giovanni. Dass erwachsene Leute ja gern mal das ein oder andere alkoholische Getränk konsumieren, ist ja kein Geheimnis. Ich denke, viele von euch sind da ebenfalls nicht ausgeschlossen. Allerdings fanden das in der westlichen Welt die Leute nicht ganz so cool, dass der Giovanni im Anime einfach Wein getrunken hat. Denn man hat einfach bei dem Weinglas unten dann wie nennt man das? Nicht, ist ja kein Henkel, den Stiel des Glases weggepackt. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Falls ihr wisst, wie man ein Weinglas hält, so wie man es bei den auf dem japanischen Bild hier tut, so hält man jetzt kein Glas mehr. Du hältst keinen Becher oder kein Glas so von unten. Da fehlt einfach der Fuß des Glases. Das sieht einfach irgendwie falsch aus. Und ja, generell, nee, das muss nicht sein. Zusätzlich hatten wir dann auch noch später im Sonne-Mond-Anime die Gläser der erwachsenen Leute, die einfach umgefärbt wurden, damit es nicht so aussieht, als würden die Bier trinken. Und ja, Alkohol wird da wohl nicht so gerne gesehen. Nummer 3 ist jetzt ein sehr interessanter Fakt, und da bin ich mir sicher, dass das einige von euch nicht wussten. Vielleicht ein paar Schlawiner wussten es trotzdem. Und zwar in der japanischen Version des allerersten Pokémon Openings wird ja auch ein bisschen was gesungen. Und ihr kennt diese eine Stelle, wo Pikachu so an Glurak vorbeiläuft, an Turtok, an Bisasflor, an Ash und dann unter oder zwischendurch durch die Beine des Mädchens, die dann so ihre Beine verschränkt, so wie man das halt aus Animes kennt. Und ja. Wenn wir uns den Text dazu mal anschauen, sehen wir, dass das so viel bedeutet wie: Ich fange überall Pokémon, egal ob im Feuer, im Wasser, in der Höhle oder unter dem Rock des Mädchens. Das wird da im Text tatsächlich gesungen und man hört im Nachhinein auch dieses Quietschen des Mädchens im Anime. Ich müsste einfach auf YouTube mal gucken, ich will es nicht einblenden, ich bin da ein bisschen unsicher, ob ich das einblenden darf, deswegen tue ich es einfach mal nicht. Aber ihr könnt es einfach auf YouTube mal suchen, das original japanische Pokémon-Intro. Das wurde natürlich in der westlichen Welt zensiert und ja, ist verständlich, weil ich glaube nicht, dass man da unter dem Rock von irgendwelchen Mädchen Pokémon findet. Glaub nicht. Weiter geht's mit einer Folge, in der Mauzi, Jesse und James, die kamen kurze Zeit, glaube ich, auch nach dem Rosanna, nach der Rosanna-Folge, die ja auch quasi gebannt wurde. Und ja, in dieser Folge müssen die ja Streichhölzer anzünden. In der japanischen Version. In der westlichen Welt wurden da Kerzen rausgemacht, weil man es wohl als zu komisch fand, dass da Streichhölzer sind, weil man soll ja nicht mit Feuer spielen, man spielt ja gerne mal mit Streichhölzern, das habe ich als kleines Kind auch sehr gerne getan. Und deswegen wurden da Kerzen rausgemacht, wo ich mich aber auch frage,
damit kann man auch zündeln. Ich glaube, mit Kerzen kann man sogar besser zündeln, weil die halten länger. Also, weiß nicht, den fand ich jetzt nicht so nötig. Den hätte man gerne lassen können mit den Streichhölzern. Das hätte völlig ausgereicht. Aber ja, wir Wessis sind ja ein bisschen negativ eingestellt, was so offene Sachen angeht, ne? Oder gefährliche Sachen. Und ich habe am Anfang schon diesen Rosanna-Fakt so ein bisschen, ja, angeteasert. Wir kommen jetzt zu einem ähnlichen Fall. Und zwar, Rosanna ist nicht das einzige weibliche Pokémon, welches mal schwarze Hautfarbe hatte. Denn tatsächlich, wenn wir das Original Kensugi Mori Artwork von Bluebella anschauen, sehen wir, dass das ursprünglich auch geplant war, eine dunkle Hautfarbe zu haben. Und ja, Myrapla und Duflo haben ebenfalls diese Hautfarbe. Allerdings muss man auch sagen, dass Myrapla und Duflo jetzt nicht wirklich so krass weiblich aussehen. Ich finde die relativ neutral gehalten, aber Bluebella ist halt eindeutig eher weiblicher gehalten. Und ich vermute einfach mal, dass Nintendo oder selbst nach diesem Rosanna-Debakel keine Lust hatte, das Ganze nochmal wiederholen zu müssen. Und deswegen hat man sich dann entschieden, Bluebella dann doch eine grüne Hautfarbe direkt zu geben, pflanzenmäßig. Und ich glaube, auch wenn ich dieses ganze Rosanna-Ding schon richtig Bullshit fand, das hätte man definitiv nicht ändern müssen. Die haben alle einen Stock im Arsch. Ich kann es verstehen, dass Nintendo da einfach keine Lust drauf hatte und Bluebella deswegen blau gemacht hat. Aber es war tatsächlich geplant, dass Bluebella eigentlich dunkle Hautfarbe haben sollte. Wenn wir uns dann eine weitere Folge des Pokémon-Anime ansehen, und zwar diese, in der Nebulak eine Stadt oder ein Dorf so ein bisschen terrorisiert, verkauft jemand Ofudas. Ofudas sind solche Bandsticker, nennen wir es einfach mal, die man sich ja so aberglaubmäßig dann irgendwo hinhängt oder irgendwo draufklebt und dann kommen da keine Geister hin. Auch das wurde zensiert. Man kennt es ja oftmals, dass in Animes gerne japanische Zeichen oder alle Referenzen zu Japan komplett rausgenommen werden, weil man sich denkt, die Kinder, die brauchen das nicht. Und dann hat man tatsächlich auch diese Dinge einfach umbenannt und die heißen jetzt nicht Ofudas. Die hießen dann im Englischen Anti-Ghost-Stickers, also Anti-Geister-Sticker. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, als ich mit 8 Jahren Pokémon geguckt habe, hätte man mir gesagt, hier, das ist ein Stück Papier, sind japanische Zeichen drauf, klebst du das irgendwo hin, kommen da keine Geister. Ich hätte mir gedacht, und die heißen Ofudas, ich hätte mir gedacht, okay, alles klar, habe ich kein Problem mit, aber naja, man muss ja alles Japanische irgendwie aus Animes rausstreichen, damit man ja sagen könnte, die spielen auch hier bei uns. Nein, ja, Japan wird selbst gerne mal zensiert in Animes, was sehr schade ist. Aber jetzt kommen wir zum Highlight. Legit, als ich das gesehen habe, ich hab den Glauben verloren, Alter. Der war weg. Und zwar die japanische Version von Pokémon Stadium. In der gab es ein Nidoqueen. Und dieses Nidoqueen, wenn das dann so dasteht, machen die ja mal gerne ein paar Bewegungen. Während die Pokémon halt warten. Und der Nidoqueen dachte sich einfach, hey, ich jigge mal so ein bisschen mit den Brüsten rum. Ja, ich kann verstehen, dass tatsächlich, dass man das dann doch nicht im Spiel drin haben wollte in der westlichen Welt. Aber ja, tatsächlich hat Nidoqueen mit einem Geist Motorboot gespielt. Ist ein bisschen hart, kann ich definitiv verstehen. Und ja, was soll man großartig zu sagen? Es ist ich finde es doch auch ein bisschen harter. Das kann ich nachvollziehen, auch wenn die zensierte Variante dann nur noch Nidoqueen zeigt, wie so den Jiggle-Move macht, den, falls Wrestler unter euch, den so Eddie Guerrero immer früher gemacht hat, diesen Whip-Move da, den macht es jetzt, aber ist auch nicht gerade so viel besser, aber sind wir ehrlich, ist, glaube ich, absolut verständlich. Und das war es jetzt auch schon. 7 Fälle, nennen wir es mal, in denen Pokémon in irgendeiner Weise zensiert wurde. Falls ihr noch so eine Folge sehen wollt, lasst es mir in den Kommentaren und in den Bewertungen wissen. Das wäre ziemlich cool. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen, ich hoffe Mittwoch, dass ich das schaffe. Und ja, folgt mir auf Instagram und auf Twitter. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn wir da noch 1-2 Leute draufkriegen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. Hi und willkommen zu Endcard. Erstmal danke fürs Anschauen und natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung freuen und du würdest mich damit auch ein bisschen unterstützen. Links kannst du mich jetzt abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, und rechts kommst du auf ein Video, welches nach YouTubes Meinung am besten zu dir passen würde. Also mal gucken, was YouTube so über dich denkt. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Resttag und hoffe, man sieht sich beim nächsten Video. Bis dann!